Wunderschönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge von Profi, den Pizza Meet Robot Fights mit Peter, Sepp, Bram und Hallo. Jay. Wir spielen heute WoW. Hallola. Also wir spielen jetzt nicht WoW, aber wir machen wir was zum Thema WoW. WoW. Alter, ich bin hyped, Mann. Ich hab den besten Warum Spiel machen meiner wir das? Meinung aller Zeiten. Also zumindest bis jetzt. Das machen wir, keine Ahnung, wo machen wir das? WoW bald rauskommt, das neue Addon. Am 14. August erscheint das neue Addon. In drei Tagen! Junge! Hashtag Werbung bei Markennennung. Ach, nein. Stimmt. Ich werd vielleicht Blizzard verlinken. Ja, ansonsten die Regeln sind wie immer. Deswegen können die Leute, die hier immer noch rumstehen, sich langsam mal bewegen. Echt mal, ihr faulen Säcke. Move! Ja, schon da. So, erster. Cool. Ich war schon längst da, ja. Ja, du musst auch nicht so weit laufen, du Stück Scheiße. Ja, erster Schmerster. So gern. Affenstück. Weißt du, noch nicht mal auf dem Schlachtfeld schon am Beleidigen. Cool, also 30 Minuten Bauzeit. Seid da. Ja. Yes. Okay, gut. Dann laufen ab jetzt. Alles klar. Super, ich bin noch nicht da. Du hast doch gerade ja gesagt, oder nicht? Nein, ich hab gesagt. Ja! Ja, das okay. Versteht man ja wohl. Ich glaub, nee, hab ich auch nicht verstanden. Sepp wird zu einem, wie heißt die, Digga? Sepp wird zu einer Robbe. Oder zu einem Seelöwen. Wobei, die machen eher so ein Das hätte ich verstanden, Sepp. Aber nicht ein Ich dachte, er hat ja gesagt. Aber naja, gut. Dadurch hat er effektiv verloren. 4 Sekunden. Gucken wir mal. Ja, WoW. Schwieriges Thema. Ich spiele eigentlich tatsächlich beide Fraktionen. Allerdings fand ich immer von den Startgebieten und so weiter die Allianz irgendwie immer besser, weil Orgrimmar hat mir nie gefallen. Fand ich ganz schrecklich vom Design. Und auch so von der Aufteilung. Ja. Aber irgendwie momentan spiele ich, glaube ich, Horde. Ja. Und ich freue mich sehr auf Vanilla. Also ich bin mal gespannt, wie es Addon wird, aber tatsächlich freue ich mich mehr auf Vanilla als auf das Addon. Endlich wieder richtig schön Zeit da reinballern. Um was zu erreichen. So, Bram. Die Standardkonstruktion. Erstmal eine Platte, dann macht er die Beine da an der Seite drauf. Die dann in so einem Bogen rumgehen und dann einen Reifen da dran. Schätze ich mal. Allerdings keine Stoßdämpfer. Ach so, und irgendwer hatte gefragt, ob er Glas benutzen darf. Da haben wir dann mal gesagt, zu kosmetischen Zwecken dürfte man heute auch Glas benutzen. Wenn das jetzt nicht allzu sehr ausartet und man ein Glasgefährt baut. Was ist das denn? Mann, Dennis, was machst du da? Für die Horde-Schlampe. Das sieht mir aber nicht so allzu symmetrisch hier aus. Ja, das wird ein Katapult. Das Katapult der Horde. Ach, krass. Haben die nicht einen Zeppelin? Ach ja, die haben auch Katapulte. Ja, die haben auch Katapulte. Die anderen haben immer die Glevenwerfer und so. Genau. Ja, sehr detailgetreu hier vorne. Finde ich schon mal gut. Also perfekt wird es natürlich nicht, weil natürlich auch ein bisschen Zeit. Also ich meine, wenn ich natürlich länger Zeit hätte, würde ich ja, klar. Auch das nachmachen. Aber der Schild so an der Seite, der wäre ganz einfach. Wüsste mal, wie baut man das denn? Aha. Ja, aber das kenne ich zumindest. Wahrscheinlich heute der sein, der das größte Ding baut. Wieso hast du es so lange gemacht? Naja, du musst ja jetzt gleich noch diese Mega-Stange hier dran. Aber die Stange darf ja quasi nicht viel länger sein als mein Auto, weil sonst kippt es immer um. Weil vielleicht mache ich sofort noch kleiner. Ich werde mir das sofort mal angucken. Okay, gucken wir mal, was Sepp baut. Der hat lange, lange gegen WoW gewettert. Ich werde nie vergessen, wie er meinte, wenn wir in Renesse die ganze Zeit WoW spielen, wo wir da immer in Urlaub hinfahren, nach der Gamescom, was wir natürlich getan haben, fährt er nach Hause. Was haben wir gemacht? Natürlich WoW gespielt. Aber er ist nicht nach Hause gefahren. So wie versprochen. Oder angedroht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der jetzt baut. Was? Was ist das denn? Also entweder wird das ein Kopf. Nee, was ist das denn? Das könnte ein Kopf sein von, also so ein Allianzhelm. Also hier die Schlitzis, ne?
Und dann kommt hier halt der Helm. Da musst du ja so ein blaues Gefieder da drauf machen. Dann hat er so ein Alliance Foot. Wie heißt der? Foot Trooper da. Vielleicht wird es auch ein Hase. Was ist das denn? Ich frag mal. Hallo Sepp. Hi Christian. Ist das ein Kopf? Das wird ein Kopf, ja. Cool, soweit war ich schon mal. Jetzt habe ich nur noch versucht zu entschlüsseln, wovon. Ich habe erst gedacht, hier der Schlitz und der andere Schlitz wäre so ein Helm von der Allianz. Dann kamen die Fühler. Naja, das sind noch Stacheln. Also das fehlt hier noch ein bisschen was. Ja, das, okay, das dachte ich mir. Hab ich ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Und zwar fehlt hier noch so ein bisschen das Gesicht. Und die Fühler, das sind mehr oder weniger Stacheln. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, aber dann wusste ich noch nicht wofür. Es ist vielleicht auch eher ein Helm. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwas so vom Paladin-Set, aber. Nee, dafür kenne ich die Sets nicht mehr gut genug. Nicht ganz, aber ich würde sagen, du guckst irgendwann den Set vorbei. Ich habe den Set-Shit nämlich auch irgendwann nicht mehr gesammelt. Nach dem T, keine Ahnung, 10? 12? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, bei wie viel die momentan sind. Das T21-Set, wie sah denn das für Krieger aus? Weil das für Palas sah eigentlich ganz geil aus. Alter, ist das hässlich! Ach du Scheiße! Oh. Warte mal hier, Freunde, ich kann euch mal Bildschirmübertragung machen. Da! Holy shit, ey, was haben die denn da gemacht? Wieso hatten die eine Brille auf? Nee, das ist der ganze Helm. Ich guck mir das gleich nochmal an. Es sind noch du guckst das gleich mal an. 18 Minuten. Ah, oh, das wird noch richtig tricky hier, ey. Bis gleich, Christian. Jo, bis gleich. Jay baut heute sehr klein. Der baut nicht ernsthaft das Horde-Katapult. Ey, wir spielen. Okay, überlegt euch was zu WoW. Ein Spiel, das es seit 14 Jahren mittlerweile gibt. Wenn man die Beta noch dabei nimmt, keine Ahnung, 15, 16 Jahre. Und es gibt zwei Leute, die das Katapult bauen. Finde ich abgefahren. Naja, frei. Hey, das Allianz-Katapult. Nice. Bist du bescheuert, Alter? Jetzt habe ich das hässliche Allianz-Katapult bauen. Ja, hier vorne ist doch der Löwenkopf dran. Und das Katapult da hinten. Das ist kein Löwenkopf, Alter. Das ist doch kein Löwen. Okay, das sieht immer mehr nach Löwe aus. Mami, ich finde dich! Allianz überall, mein Freund. Bah! Habe ich damals tatsächlich mit angefangen. Ich weiß doch damals die Diskussion. Erstmal welcher Server und dann welche Fraktion, weil damals konntest du ja nur eine spielen auf dem Server und damals wurden wir dann quasi auf. Also die Freunde meinten dann so, ja, nee, wir spielen Allianz. Dann habe ich angefangen, Allianz zu spielen und fand eigentlich die Anfangsgebiete ganz cool. Bei der Horde tatsächlich auch. Da war der Brachland-Chat immer legendär geil. Tatsächlich fand ich aber irgendwie die Hauptstädte bei der Horde nicht wirklich cool. Bei der Allianz fand ich immer, welche haben die schlechteste Stadt ist. Ja, Danassus ist halt irgendwie so völlig unnütz gewesen. Und später in den Addons dann hier die von den Drenai ist halt auch so. Naja, 15 Minuten noch. Und als sie dann irgendwann angefangen haben, irgendwie alles zu lokalisieren, aus Ironforge Eisenschmiede wurde, da habe ich schon wieder Gänsehaut gekriegt. Hä? Ups. Aber das haben sie ja dann konsequent durchgezogen. Naja, größtenteils. Was machst du denn da? Also du siehst sehr kompakt aus, muss ich sagen, tatsächlich mal. Ja, da funktioniert doch alles nicht. Hier, pass auf. Wie funktioniert nicht? Der hat doch gerade Maul auf und zu gemacht. Ja, pass auf. Oh. Ich kann gerade nicht fahren. Warum fährt er jetzt nicht mehr? Ja, ich konnte mich auch gerade nicht bewegen. Aber macht nichts. Ja, zack. Siehst du? Überschlag halt einfach. Ja, könnte halt daran liegen, dass du hinten... nicht fahren. Dass du hinten halt... Ja, aber so sehen halt die Dinger aus, ne? Jay meint die hier. Also die, das heißt doch Forsaken Catapult. Ja, ich werde mal weiterfahren und gucken, wie weit Peter ist. Da war ich machen noch gar Sie nicht. Das. Ja, witzig. Vor allen Dingen, also okay, wir bauen beide einen Katapult und der eine nimmt das von den Forsaken und der andere nimmt es von den Orkis.
Ich versteh's nicht. Was ist das? Ist das ein Monster? Also von Peter und Sepp weiß ich es noch nicht. Wie gesagt, also Dennis macht Ork Katapult, Jay macht Forsaken Katapult, also hier, wie heißt denn das noch? Die sich von der Scourge da abgespalten haben, hier mit Sylvanas, Verlassenen, genau, die Verlassenen heißt es auf Deutsch. Bei Sepp blicke ich nicht durch und Peter hat gerade sein Auto geköpft. Ja, das stimmt. Warum? Ah, ich dachte, ich mache nochmal was Verrücktes. Ich hatte ja ursprünglich geplant. Oh. Dein Arsch ist offen. Nice. Finde ich gut. Oh, ich hatte ja ursprünglich geplant, in Anlehnung an meine liebste South Park-Folge, einen dicken Typen zu machen. Ja, der vor dem PC sitzt. Okay. Ja. Habe ich mir aber gegen entschieden. Okay. Und mache stattdessen lieber was anderes. Okay, du willst also auch noch nichts verraten. So, 10 Minuten noch. Wie mache ich das? So vielleicht, so vielleicht und dann so vielleicht? Nee, so vielleicht? Um Gottes Willen. Also ich wollte einen Murloc machen. Ah, okay. Der seinen Kopf bewegen kann und dann kann ich die ganze Zeit machen. Peter, es ist 32 Grad. Es sind noch 10 Minuten. Ich werde mal kurz diesen Stuhl verlassen müssen. Mir ist da gerade was eingefallen. Ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Also ich musste den Chroma Key logischerweise rausnehmen, aber ich wusste doch, dass ich in irgendeinem Paket bei witzigen 32 Grad hier im Zimmer noch meinen Frotti-Murloc-Anzug habe. Und zwar von so einem Baby-Murloc. Und den habe ich jetzt mal angezogen, denn das passt zur Folge und Peter hat mich daran erinnert. So, jetzt bin ich übrigens auf Peters Seite. Jetzt bin ich bei dir. Ja, stimmt, die machen mehr so was Gruseliges, ne? Oh, das kannst du ja voll gut. Ne, ich kann das nicht. Wie hast du das gemacht? Hast du Spucke in den Rachen genommen einfach? Nein, also einfach, du musst einfach nur ein R rollen, oder? Nee, das klingt bei mir wie eine Katze. So ein bisschen wie Chewbacca. Nee, Moment, wer macht den noch so? Keine Ahnung. Alter, ich fang gerade so an zu schwitzen. Nice. Oh, guck mal hier, lecker Möhrchen. Oh Mann, ey. Tu mal die Möhrchen. Ich komme eigentlich immer auf so geile Ideen. Ja, schön. Ich werde mal gucken, was. Wir haben übrigens. Das ist auch schön. Nee, das werde ich nachher mal sagen. Also, wenn alle Leute ihr Fahrzeug hier aufgestellt haben. Oh, es sind übrigens nur noch 6 Minuten. Oh shit, ich bin hart am Arsch. Also, fang mal an zu färben, mach mal grün. Wobei, wir sind Murlocs, wir müssen zusammenhalten. Was ist das für grün? Nimm das hier. Ich will noch Zähne machen. Mach mal Zähne. Was? Zähne? Achso, ja, okay. Alter, ja, voll viel Zähne. Das ist übrigens Murloc Kigurumi. Der hat nur einen Zahn, den ich habe. Aber der ist niedlich und der hat hier so. Was hat er denn hier so? Boah, ey. Hallo, ich will dein Freund sein. Geil. So, ich werde zu Bram fahren. Wie sieht's aus mit deinem Catapult? Das dürfte eigentlich alles funktionieren. Und jetzt kommt gerade auch das Zeichen der ehrwürdigen Horde da dran. Ja, ich sehe es schon. Da arbeite ich zumindest gerade dran. Was, wofür ist denn die Stange hier an der Seite? Damit der Mittelpunkt gerade nicht hier drunter ist, damit ich malen kann. Oh lol, das kann man so quasi im Endeffekt umgehen. Ist ja witzig. So, jetzt mal einfach sehen hier. Und jetzt kommt die Stange ab. Ja, klar. Aber. Aber jetzt habe ich halt die Möglichkeit gehabt, da zu malen, wo ich malen wollte. Ah, nice. Was hast du denn noch? 200 Minuten. 2:30 noch. Ja, dann gehe ich nochmal zu Sepp, weil bei dem habe ich noch gar nicht entschlüsselt, was der da gemacht hat. Ich bin mal gespannt.
Mach das und dann bis gleich. Bis gleich. So, was hat Sepp gemacht? Was ist das? Wessen Kopf ist das? Ist das? Ach, das ist Arthas. Also, beziehungsweise der Lich King. Ah, jetzt ist der Groschen gefallen. So, letzte Minute. Ich sag, ne, gucken wir mal. Okay, Sepp. Okay, und? Ich hab keine Ahnung. Das ist der Lich King. Ja, wusste ich. Also wusste ja, ich tatsächlich. Doch klar. Ja, die Augen machen's. Also die ist gar nicht so schlecht deswegen geworden, hast du das Glas gemacht. Das sieht gut aus mit dem Glas und den Lichtern dahinter. Ja. Tatsächlich sieht sogar, ja, wobei. Ah, doch. Also die konnte man wahrscheinlich einfach nicht mittig platzieren, aber das, sogar die Schubdüse hast du eingesetzt, um. Mhm. Damit es so ein bisschen noch so dahinter flimmert. Das ist echt cool geworden. Also es sind 130 Sekunden, deswegen fahr ich mal zurück. Jo, bis gleich. Tudum, tudum. Und da ist die Zeit auch schon vorbei. Gewinne, gewinne, gewinne. Verluste. Was? Nix. Ich hoffe, wir machen keine Verluste hier. Psst. Ja, schön speichern und dann gleich erst aufstellen. Guck mal, Sepp, bist du nicht stolz über das, was ich in deiner Abwesenheit gebaut habe? Was hast du denn gebaut? Lol, das ist voll gut. Das ist die Grinsekatze. Ja, verdammt richtig. Voll gut, ey. Echt, wir hatten alles im Wunderland einmal als Thema. Voll geil. Peter war der Hut im Hut. Und Bram die kiffende Raupe. Dann fangen wir doch direkt bei Jay an. Dann suche ich mal das Ding raus. Was ist denn? Das sind so viele Dices. Zack. Ja, ich bin sehr gespannt. Oh, was ist das denn? Ein Katapult! Und zwar, oh ja, doch, Drache. Das kann man neu erkennen. Ein, oh ja, ja, es geht, lol. Ja, nicht ganz, ich musste auch googeln. Es ist ein Katapult ist von den Verlassenen. Das ist das Falsche. Von den Falafeln? Verlassenen! Das ja, von der Falafel. Elite. Das ist die neue Fraktion in WoW. Sorry. Und Falafelfickel? Ja, ist das Richtige. Ja. Das sieht ganz anders aus. Ach, nee, der Schwarze. Ja, 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 doch. Es ist ein anderer Skin. Also, anderer. Ja, es hast du Geld für bezahlt, okay, ja. Ja, Moment, das muss ich es sieht halt leider. Google mal nach Forsaken Catapult oder so. Ja, hier, ich schicke euch den Link. Steht in der Aufnahme drin, in dem Dingens. Ja, ich hab schon ja es ist halt, ehrlich gesagt, nicht dasselbe, aber das ist halt auch schwer nachzumachen, weil da halt auch so viele Details bei sind und so ein Scheiß. Ja, aber nicht schlecht, muss ich sagen. Schon nicht verkehrt getroffen, ja. Schon nicht. Die Sache ist halt, was mich halt echt ein bisschen geärgert hat, ich hatte die am Anfang halt nur ein Dreirad, sozusagen, aber das ist halt dauerhaft umgefallen, deswegen musste ich es dann in vier Autos, vier Reifen umändern hinten. Das da hatte hinten keine eigentlich mitfahren. Nur ein Rad gehabt. Ah, okay. Aber damit bin ich halt dauerhaft umgefallen, das war halt scheiße. Nicht schlecht, nicht schlecht. Cooles Ding, muss ich sagen. Ja, hier, guck mal, ich kann auch hier. Komm, warte mal, ich setz mich mal rein. Kannst du laden und schießen? Boah, wie weit Sepp geflogen ist! Ja, mega. Boah, ich flieg immer noch. Okay, bei mir geht hier gerade alles rum. Warte mal, ich starte das mal neu. Ja, nice. So, dann ist das Forsaken Katapult von Jay. Gucken wir mal, was Bram gemacht hat. Boah, Alter, wir gehen über Kreuz. Was bist du denn für ein wahnsinniger Dude? Ja, weil, pass auf. Was hat Bram geschafft? Oh nein, hat er auch so dieses Ding gebaut oder was? Er hat ein Katapult gebaut. Geil. Aber von, das ist kein von den Orks. Das ist definitiv genau, das kein Forsaken. Ich hab das Katapult der Horde gebaut. Und zwar das hier. Oh, und er wollte Jay triggern. Ja, ja, steht an der Seite, das habe ich auch schon gesehen. Oh! Ja, schon? Ich finde auch ganz gut, dass das Zeichen drauf ist. Ich finde, das sieht super aus. Ja, ich finde auch, das sieht super aus. Also die Schilde sind an der Seite. Das ist sogar das Hordezeichen. Das Schönste ist, das Hordezeichen ist halt drauf unten. Genau. Das ist das Geilste. Kannst du auch schießen dran? Kann auch schießen, vielleicht, ja, mal gucken. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Gegen Ende hatte ich noch mal ein kleines Problem. Und ich weiß nicht, ich kann tatsächlich nicht sagen, ob ich es gefixt gekriegt habe, weil ich es nicht mehr probieren konnte. Das werde ich gleich sehen. Okay, lass uns überraschen.
Da ist die Zeit irgendwie abgelaufen. Aber da haben sich zwei Sachen ineinander verhakt. Da habe ich das dann versucht, schnell zu fixen. Und dann macht er. Okay. Cool. Ich hatte auch keine Zeit am Ende. Das werden wir auch gleich sehen noch. Ja, aber erst gucken wir bei Sepp. Ha! Lass mich raten, ein Katapult. Sepp hat Indiana Jones gemacht? Indiana Jones gemacht, ja. Tada! Ein Katapult. Nee, doch nicht. Was ist das denn? Das ist kein Katapult. Das ist der Das hat einen Drachenkopf von... Nein, das ist der Helm. Lol, stimmt! Das ist der Freund, das ist der Stimmt! Ja, guck mal, warum hast du direkt erkannt? Jawohl. Ich kann's Alter, BOTLK ist schon so lange her. Sondern nur, weil ich einfach ein guter WoW-Spieler bin. Wie hieß der nochmal? Arthas oder... Arthas. Der Lich King. Kannst du das öffnen? Den Helm? Ja. Sieht so aus. Kann er so reden? Hallo, ich bin Arthas. Das ist, der hört ein bisschen was vom Predator. Why not Zoltberg? Ja, so das ist eine Mischung aus Arthas und Zoltberg. Das sieht aber auch eigentlich ganz nice aus. Hallo. Aber den finde ich echt cool geworden. Also mit dem Glas und den cool. Lichtern und so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, aber am Anfang wusste ich da, gar nicht, was du hast da irgendwie so eine Verbindung drin. Was macht die? Was für eine Verbindung? So eine Noir-Verbindung oder wie die Kacke heißt. Achso, das ist für die Tür. Damit ich halt von außen öffnen kann und von innen wieder schließen kann. Stimmt, wie viele Motoren hast du eigentlich genommen? Ah, ja, ja. Okay, keine Ahnung. Dafür macht man da draußen den Schalter. Ach so! Dann hast du ja, drinnen okay, Schalter verstehe. Und draußen Schalter, damit du das von beiden Seiten schließen kannst. Ja, du kannst doch auch den Schalter einfach nach innen verbinden. Den äußeren, oder? Ja, wie machst du das von außen dann auf? Indem ich den äußeren Schalter hier drücke. Den hier. Ja, und den kann ich doch verbinden. Wie machst du es dann wieder zu? Indem ich mich reinsetze? Ja, dann hast du ja zwei und verschiedene dann nochmal die Schalter. Das ist aber, nicht, oder? Das ist aber nicht die schöne hast du doch nicht. Art. Hast du doch nicht. Ich habe eine Taste jetzt drin. Also du hast ihn auf den... Ich finde schön, dass die sich schon verstehe ich nicht. Auf den Stuhl verbunden hättest du den, Jay. Ja, genau. Richtig. Und ich hab den... Nee, dann ist er ja beim Stuhl verbunden, dass er unten das nicht schickt. Was? Nee, das machen wir Stümper. Gucken wir mal, Peter. Ja, natürlich. Du kannst ja wenigstens noch als Waffe benutzen während des Fights vielleicht. Ja, kann ich ja immer noch. Ja, okay, also in Anlehnung an South Park wollte ich einen fetten Typen vom PC machen, aber ich habe mich dann nachher doch umentschieden und habe deswegen... Nein! Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, ich hatte euch das ja vorher schon erzählt, deswegen fand ich das öde. Deswegen habe ich was anderes gebaut. LOL! Der Hund von Antorus! Nee, doch nicht. Murloc. Murloc! Ich bin auf jeden Fall für Peter heute. Geil. Das ist der große. Voll nice. Alter. Oh, Peter, da ist ein Block nicht angemalt. Kannst du den auch ohne Scheiß. Ja, ich hatte keine Zeit. Du hättest gesagt, das sieht aus wie. Du hättest gesagt, das wäre ein neues Reitmount von den Zandalari. Dann hätte ich ja direkt abgenommen, weil ich ihn noch nicht kenne. Ja, ich weiß aber nicht, was die Zandalari sind. Ja, wir streichen das. Das ist ein Reitmount der Zandalari. Das sieht halt echt 1:1 so aus. Ja, schön. Ich finde, das ist gut geworden, Peter. Wow, schön, schön, schön. Geil. Vor allem mit den Sounds finde ich das richtig gut. Das ist lustig. So, wie soll ich denn Peter, ich kann Peter mit dem Katapult vielleicht aufspießen oder ja, du musst mich einfach nur umwerfen, dann bin ich raus. Wegschleudern ist doch geil. So ein Mörder auf dem Katapult wegschießen. Da werden schon die ersten Schwächen verraten. Für draußen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles hört wird. Musik aus. Jeder hat zwei Leben. Wenn der Sitz raus ist, ist ein Leben weg. Gucken wir mal, wer am Ende noch übrig bleibt. Wir haben heute als Contestants ein Forsaken-Katapult, den Lich King-Helm, ein Ork-Katapult und ein Murloc. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen kann. Beginnen wir mit unserem Kampf. 3, 2, 1, los! Den Helm aber nicht aufsetzen. Wer ist denn jetzt der Lich King? Ist das Bolvar oder so? Heißt der, oder? Was passiert mit dem? Eieieiei, da ist Bob schon raus. Boah, warte mal. Ja, weißt du, da versuche ich hier die Welt zu befreien von den Murlocs, ey. Und dann niemals! Die Legion da hinten versucht. Legion? Ich bin ja nicht die Legion, Alter. Das sähe doch ganz anders aus. Ja, die Apothekervereinigung ist auch okay. Ja, die Apothekervereinigung, das passt schon besser. Da hast du ja nicht mal Unrecht. Wo ist der Lich King? Ach da, der hat sich kurz unsichtbar gemacht. Ja, das kann ich nicht mehr. Also das Hortenkatapult verliert ein Leben, alle anderen bleiben bei 2. Machen wir direkt weiter. 3, 2, 1. Boah, die Murlocs geht ab! Oh, was ist denn hier?
rennen. Die Murlocs. Ja, leicht vorbeigecharged, würde ich sagen. Lass mich mal los nicht. Hier. Ja, kann ich nicht. Ah, doch, hier. Was war das denn, Murloc, ey? Ja, so eine Scheiße, ey. Einfach am Mitch King abgeprallt. Murloc Frenzy war das. Ja, heute ist wirklich anything can happen, ne? Haben wir ja gesehen. Also, Murloc verliert leider auch ein Leben. Hat jetzt nur noch zwei. Ich nicht mit dem Lich King an. Ja, dann, ne? 1, 2, 2, 2. Von daher 3, 2, 1, los. Nein, Annie Finn. Oh, oh. Oh shit, ich bin über Bram rübergefahren. Oh, Jay ist aufgespießt und lol. Wow. Da würde ich aber mal sagen, da muss ich mir angucken, wer das. Also gefühlt muss ich mal sagen, was das muss ich mir. Ist aufgespießt und lol. Wow. Also, Videobeweis hat ergeben. Dennis war mit seinem Sitzchen schon da drüber, während Sepp noch auf der Linie war. Deswegen verliert Dennis sein zweites Leben. Und damit ist die Orks schon raus. Oh, die Horde schwächelt. Wir müssen uns ja vorbereiten auf den Krieg, Alter. Ich kann mich nicht hier die ganze Zeit der Lich King kann komische Bewegungen machen, das sehe ich ja jetzt. Da kämpft die Allianz schon wieder gegen die Horde. Was? Heißt ja schon wieder, Wann? Ja immer. Verstehe nicht. Achso, haben sie schon zusammengetan. Na, jetzt ist aber ja, jetzt Alter, ich bin voll Fehler. Drin in der Lore, Leute. In drei Tagen ist Weltkrieg. Ja, die Murlocs übernehmen eh alles. Ja. Sehr ganz geil. Wenn es irgendwann mal als Klasse geben würde. Das ist schon mehrfach, also irgendwie öfter schon im Gespräch gewesen, ob man mal Murlocs spielen kann, aber irgendwie kam das nicht. Das wäre doch dazu. Awesome. Ja, aber wie willst du die denn irgendwie integrieren? Das war auch awesome. Gut, es verbleiben den Verlassenen noch zwei, dem Lich King noch zwei, dem Murlocs auch noch zwei. Also, naja. 3, 2, 1, los. Der Murloc hat doch nur noch eins. Ja, der Murloc hat nur noch eins. Ach, der Murloc selber. Da ist halt Katapult, ey. Oh, ich will nicht zwischen euch geraten. Murloc, was machst du? Niemals, nein! Was machst du da, Murloc? Du willst mich betrayen. Oh shit! Okay. Aber der Lich King, der muss langsam ein bisschen gehen. Warte, das geht so nicht. Ich darf nicht umfallen. Eine Sekunde. Hier, mach mal einen Abgang, Jay. Was hat denn jetzt hier für eine Scheiße, Sepp? Das ist nee! Er ist draufgesprungen. Die Murlocs besiegen den Lich King. Oh nö! Ja, er hätte aber die Murlocs direkt gefragt, ey. Alter! Murloc, chill mal! Oh shit! Oh, die Verlassenen sind hingefallen, aber da bin ich wieder aufgestanden. Die Verlassenen? Oh Gott. Oh, da fliegen wir! Da fliegt der Murloc. Oh, der wird. Boah, gerade noch so gerettet, ey. Oh, Alter, what the fuck? Was macht denn der Murloc da? Stell ich mich auf. Ja, Sepp ist draußen! Oh, der ist draußen! Alter! Als ob ich den nicht gekriegt hab. Nee. Okay, warte. Aber ich häng mit meinem Rad in deinem Maul! Ich stell dich immer wieder hin. Ich häng mit meinem Rad in deinem Maul! Geil ist bitte der Murloc, Alter! Ich weiß auch nicht, der stellt sich wieder hin. Aber die anderen zwei sind hier auch die ganze Zeit am Betteln, weil die sind ineinander. Ich bin gespannt, ob die wieder loskommen. Was ist hier euer Plan, Leute? Nix da, nix. Keine Ahnung, ich attackiere Sepp. Oh oh. Nicht gut für meine Ecke. Oh! Alles gut. Noch. Das ist alles super, der Murloc macht da irgendwie. Ui. Ich dreh mich kurz. Heieieiei, da ist aber richtig dagegen gescheppert. So, jetzt dreh ich mich kurz am Rücken. Tschüss, Feder. Da liegt ein toter Frosch in der Arena. Mann, Semme, jetzt gib endlich auf. Ja, gut, da muss ich mich ja gar nicht mehr erst befreien, das ist gut. Der hat mich echt festgebissen, ich kam nicht mehr raus. Beiße gerne. Ja, ist wie so ein kleiner Hund. Ich krieg einfach den Arm abgebissen. Murloc ist zufrieden. Wenn ich ein extremes Maul hab, dann läuft das immer eigentlich bei Profi. Scheiße, okay, also, damit verbleibt nur noch die Verlassenen mit zwei Leben. Der Lich King und der Murloc haben noch eins. Deswegen gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier stehen alle wieder, ne? Ja, cool. 3, 2, 1, los. Hi. Okay, der Lich King wird jetzt richtig verlassen. Ja. Der Murloc auch. Krass, der Murloc ist alles unschwach, wenn der richtig trifft. Murlocs und Lich King. Wenn der richtig trifft, fickt er mich. Oh, der macht da einen Cut. Da ist er raus. Okay.
Okay. Okay. Respekt, Respekt. Ey, wir haben ja alle richtig starke Dinger. Gar nicht so unausgeglichen. Geil. Ja, ich würde sogar sagen, ausgeglichene Verhältnisse jetzt. Jeder hat noch ein Leben. Ja. Der, der rausfliegt, ist halt leider Dritter. Deswegen 3, 2, 1. Los. Jetzt okay, wieder die Frage. Jetzt, genau, jetzt war schon wieder so die Frage. Rücken. Wo, wo Rücken kann ich mit, ja, nice. Erst beim Kreis fahren. Ja, da ist wieder ein Rücken! Und einer baitet. Oh, oh Jay-Z, mein Rücken! Ja, aber der Murloc ist stark. Er ist stärker als hier die verlassenen. Warum ist der Murloc ewig stark? Was ist da denn los? Gar kein Grip. Hui! Oh, Eieieiei, der Lich King, der macht aber hier. Ganz verrückt. Gott! Oh! Gott! Boah, Alter! Boah, war das knapp! Das war richtig knapp von uns beiden. Oh, das ist jetzt ein Problem. Gibt dem Murloc schon mal eine 1, oh, aber die anderen beiden sind noch dabei. Das ist ein Problem. Kann der Murloc nicht mehr? Beißen. Komm, Peter, ich hol dich. Ich bin schon bei 2. Holst du mich in den Schlauch? Nee! Ich komm hier nicht vernünftig. Was, was ist dein Plan? Ja, ich muss auch auf Jay. Oh Gott! Yo. Oh Gott! Oh nein! Junge! Ich bin auf den scheiß Mörler! Ich hab den Mörler wieder aufgestellt! Was war ich denn? Was war ich denn? Was tue ich denn da? Weil ich denke, Mörlock! Wie so eine Venus-Fliegenfalle, wo der reinfällt, ey. Alter! Still alive, ey. Meine Fresse. Komm, oh Lock. Gott. Und da fallen, fallen die Verlassenen auch noch hin. Oh. Ja. Ah. Boah, Alter. Peter kann sich nicht aufstellen. Ja, hat er eben irgendwie geschafft. Aber jetzt ist er irgendwie nicht mehr. Gibt ihr schon mal eine 2. Die anderen können schon mal... Ich weiß nicht, ob die... Oh. Ah, noch die machen weiter. 3. Ah. 4. Ah. Komm hier. Nein. 6. Oh. Oh Scheiße! Nein! Bitch! Sieben. Steh wieder auf! Komm schon! Steh wieder auf! 8! Ich kann nicht! Ich weiß nicht! Nein, du musst über Peter sterben! Ich kann nicht! Nein! Ich kann nicht! Oh! Arsch! Du Arsch! Mit einem Pfeil zwischen Sepp und mir erst hat Peter getötet! Oh, mein Gott. Ich wollte ihn leben lassen. Tut mir leid für meine Zeit ist eher abgelaufen, also. Aber es war lustig. Das war lustig, ja. Also best. Durch beiden gleich viel Erfolg. Ja, mindestens. Ah, schön. Ich muss mich festbeißen. Aber irgendwann muss es schon zu Ende gehen, also nicht komplett gleich viel Erfolg. Ich stehe schon wieder. Das heutige Finale machen die Verlassenen und der Lich King unter sich aus. Okay, Humo, ja. Dann, beide haben nur noch ein Leben und mal gucken, wer heute gewinnt. 3, 2, 1. Oh, oh, oh! Die Finger ist abgestürfen. Ah! Was macht er denn? Gleich daneben. Die ganz schön aggressiv, die Verlassenen. Ich finde, die haben auch irgendwie was von so einem kleinen Terrier, weißt du? Ja, ja sieht auch echt so aus. Ich noch, wow, 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 aber der Terrier ist nicht so unterschätzt. Oh, er hat sich schon wieder festgebissen. Oh. Nee, nicht gut. Aber der kommt jetzt, der hat jetzt auch gerade keinen Grip, weil der nur mit seinen kleinen Mini-Winnie-Reifen hinten drauf ist. Jetzt könnte es wieder nach vorne. Würstchenfinger. Nee, Fehler. Moment. Ja, die Würstchenfinger. Mini-Würstchenfinger. Oh! Da ist die Kette, genau. Mini-Würstchenkette. Chill mal! Da gibt vielleicht Leute mit Würstchenfinger, aber. Nein! Weiß nicht, ob ich habe immer gedacht, was Annette für ein komischer Name ist. Und dann habe ich gedacht, Annette halbe Stunde. Oh shit! Oh shit! Wir fördern sich hier gleich gegenseitig. Oh ja, 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 der Lich King. Nicht gut. Echt krasses Battle, Leute. Not ja, bad. Die können sich gerade ganz gut retten. Aber bringen sich auch teilweise gegenseitig da hab ich Glück gehabt. In die gefährlichen Situationen. Die sind ganz schön fix. Gleich. Also die haben eine gute Beschleunigung beide. Oh oh oh. Nein, jetzt hat er mich. Oh oh. Nam, nam, nam! Er hat angebissen! Du kleine Wichskuh! Oh, oh, oh! Ja. Mama, wenn raus. Ich über den Berg reinfahre. Nee, ne? Berühre ich den Boden schon? Nee, du berührst noch den Berg. Also mit dem Sitz bist du raus. Jetzt muss er nur mit einem Reifen auf dem Boden. Da! Ah, jetzt ist er auf dem Boden. Ja! Ja, Mann!
der Terrier hat mich gefressen. Krass, der verlassene Terrier, der heute angekündigt auf jeden Fall letzter wird, hat gewonnen. Ja, nee, nice. aber wegen den drei Reifen. Dann wäre ich auch letzter geworden. Bin ja, ach so, bin ja, ja. Von dem WoW-Ding. Das stimmt, das heißt, heute gewinnen die Verlassenen vor dem Lich King, vor den Murlocs, vor den Orks. Ich gedacht, ey. Ja, weil es so klein ist, weil es so ein kleiner Wagen ist. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich da so eine Schnitte hab. Freut mich. Trotzdem Power. Ist einiges. Find's ein bisschen schade, dass die Allianz gar nicht vertreten war, aber. Die sackt ja auch. Genau, nix. Nee, ach, die Horde, die können immer. Das Einzige, was die können, ist vor the Horde schreien. Das ist es dann auch. Wir kriegen die Horde! Haben nicht mal einen Sprung. Wir kriegen die nicht. Die Allianz sagt immer nur, wir sind Waschlappen! Nee, die machen auch Sachen. Das war die Folge von Profi für heute. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Tschüss.